Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zum fünften Teil unserer Webseminarreihe Einfach handeln, effektiv handeln. Heute geht es um Markteffekte. Am letzten Donnerstag haben wir ja auch schon teilweise über Markteffekte gesprochen. Da ging es mehr auch um Wirtschaftsschwankungen, um auch große Zyklen unter anderem. Aber wir haben auch schon den einen oder anderen Markteffekt mit besprochen. Heute geht es da weiter und es gibt einige auch kurzfristigere Effekte zu besprechen, die sehr interessant sein können. Wie immer auch mit von der Partie nicht nur ich, sondern eben auch Dr. Raimund Schrieck. Guten Abend, Raimund. Hallo Mike, hallo liebe Zuhörer. Ja, Raimund, heute wieder interessante Markteffekte, die wir uns anschauen können. Ich bin selbst gespannt, was du uns mitgebracht hast. Bevor wir loslegen, hier der Disclaimer, dass wir eben das nur zu den Informations- und Demonstrationszwecken eben auch zeigen. Das soll kein Angebot zum Kaufen halten oder Verkaufen von Finanzinstrumenten darstellen, keine Empfehlung, keine Beratung sein. Das zum Disclaimer und damit gebe ich ab an dich und bin selbst gespannt, was du uns mitgebracht hast. Ich mache dich zum Moderator und damit dann auch feuerfrei für dich. Danke dir. So, wenn das geklappt hat, ja, das hat geklappt, hervorragend. Also einfach handeln, effektiv handeln und effektiv ist an dieser Stelle tatsächlich genau das richtige Wort. Wir haben mit Markteffekten, wir haben aber auch mit dem Thema Wirtschaftsschwankungen, sprechen wir einfach Themen an, die sind wissenschaftlich gut untersucht, auf die kann man sich im weiteren Sinne verlassen. Im weiteren Sinne heißt hier, wenn ich es denn nur lang genug mache und nicht nur vielleicht zwei, dreimal und hoffe, dass das funktioniert, sondern über einen größeren, längeren Zeitraum das Ganze mir immer wieder angucke und diese Effekte, die wirklich oft gut untersucht sind, die nachhaltig sind, die sich selbst in Krisenzeiten nur unwesentlich ändern, am langen Ende über alles gemittelt. Und das ist etwas, was uns aus diesem Klein-Klein des Entscheidens, gehe ich long, gehe ich short, was mache ich denn heute? Was ist hier das größere Argument, um auf der einen oder anderen Seite positioniert zu sein? Das kann ich mir alles sparen, wenn ich mich mit ein paar Effekten auseinandersetze. Denn da gibt es verschiedene Märkte, die sich lohnen zu traden und wahrscheinlich noch viel, viel mehr als die, die wir heute zeigen. Denn jeder, der mal die Lupe anlegt bei einem bestimmten Markt, wird etwas entdecken, was sich wiederholt. Und da denke ich an das Beispiel vom letzten Mal von Mike. Das war großartig, als es um die Borussia Dortmund-Aktie ging, in Zusammenhang mit dem Transferfenster und steigenden Kursen in dieser Aktie. Das finde ich schon bemerkenswert. Und auf solche Ideen müssen wir kommen. Was spielt zu welchen Zeiten eine Rolle? Was hat Einfluss auf bestimmte Märkte? Manchmal sind es auch die Marktteilnehmer, da sind es nicht nur die Umstände. Und das gucken wir uns heute nochmal ein bisschen genauer an. Aber wir beginnen, wie ihr schon gewohnt seid, in dieser Webinarreihe häufig, nicht immer, aber auch heute mit einer Frage. Und um das ein bisschen einschätzen zu können, fragen wir heute, welche Markteffekte kennst du? Da ist einerseits der Turn of the Year Effekt, der auch Kleinfirmeneffekt genannt wird. Es gibt den Sell in May and Go Away Effekt, den Monatsende Effekt und am Schluss noch zwei Tageseffekte, die Trendwende am Dienstag oder den Goldhandel am Freitag. Ihr könnt in der Umfrage euch natürlich für mehrere Antworten entscheiden, wenn ihr mehrere kennt. Und wir sind wie immer gespannt, was dabei rauskommt. Wir haben natürlich eine grobe Ahnung, aber vielleicht täuschen wir uns auch. Naja, und nach eurem schnellen Umfragen, nach den schnellen Umfragenergebnissen der letzten Wochen dürften wir jetzt auch schon bei 70% sein. Und heute noch nicht. Heute etwas langsamer. Heute etwas langsamer. Aha, okay. Heute erst bei etwas über 50%. Okay. Naja, es war auch jetzt ambitioniert. Ich habe das jetzt auch natürlich hochgegriffen. Ja, sag doch einfach bei, wenn wir die 75 haben, ich glaube, das reicht. Genau. Und wer eben keinen Effekt kennt, der wählt einfach nicht. Dann sind quasi die übrig gebliebenen diejenigen, die nicht gewählt haben und eben keinen Effekt kennen. Ja, das ist natürlich
Müssen wir beim Umfragetool demnächst noch eine sechste Möglichkeit kreieren, die es nicht gibt? Also deswegen stehen da nur fünf, aber es war uns wichtig, die heutigen einfach mal abzufragen. Sonst hätten wir natürlich geschrieben, ich kenne keinen Effekt. Aber da sind wir limitiert auf einer ganz anderen Ebene. So, ich bin gespannt. Genau, Raimund. Jetzt haben wir 77%, die gewählt haben. Damit beende ich jetzt auch die Umfrage und wir schauen uns mal die Ergebnisse an. Wir sehen beim Thema Turn of the Year Effekt und Kleinfirmen-Effekt sind es 23%. Beim Sell in May and Go Away sind es 74%. Der Monatsende-Effekt zeigt uns 42% an. Trendwende am Dienstag, der berühmte Turnaround Tuesday, 30% und Gold am Freitag sind es 12%. Hier bitte nicht überraschen lassen von den Prozentzahlen, dass sie mehr als 100% ergeben, denn hier ging es um eine Mehrfachnennung. Das heißt, man konnte auch mehrere Antworten gleichzeitig auswählen. Okay, also scheint ja so, dass der ein oder andere Effekt bekannt ist und natürlich Sell in May and Go Away ist der bekannteste und wir werden uns das angucken, ob Sell in May and Go Away wirklich so gut ist. Ich habe hier in der Übersicht mal geschrieben, wie oft man möglicherweise den ein oder anderen, die ein oder andere Geschichte auch handeln kann. Turn of the Year Effekt, ganz klar. Am Jahresende und zu Beginn eines neuen Jahres kann ich nur einmal handeln, wenn ich mich dafür entscheide. Sell in May and Go Away. Ebenso, wir werden schauen, ob Sell in July vielleicht besser ist als in May. Warum werdet ihr dann sehen? Und letztlich gibt es natürlich 12 Mal im Jahr, dass sich ein Monatsende handeln kann. Da muss man sich überlegen, inwieweit das im Dezember auch attraktiv ist. Denn das fällt in die Ferien und wir müssen uns auch manchmal über solche Dinge Gedanken machen, dass Effekte auch ausbleiben können, wenn Händler fehlen. Kann auch im Sommer passieren. Nichtsdestotrotz, letztlich ist dieser Effekt 12-mal handelbar. Und dann gibt es natürlich noch Tageseffekte, die ich da genannt habe. Trendwende am Dienstag, der Mike hat es schon gesagt, Turnaround Tuesday. Die meisten sind eher in der englischen Sprache natürlich bekannt, weil ich war so frei, das ein oder andere Mal zu übersetzen oder ein bisschen umzukreieren. Lange Leitung, aber Short, das steht für das Währungspaar, das Cable. Das werdet ihr sehen, aber eben auf der Short-Seite. Und dann freitags Gold handeln. Ich habe hier geschrieben, maximal 50. Das steht einfach für ein Jahr. Ich weiß auch, dass das Jahr natürlich 52 Wochen hat, aber nimmt mal so grob 50. Und dann muss man bei der Trendwende am Dienstag natürlich auch noch im Blick haben, dass sich nicht jeder Montag lohnt. Da kann man nicht pauschal reingehen, sondern da sollten vielleicht noch ein paar andere Kriterien erfüllt sein. Wenn wir jetzt mit starkem Momentum montags unterwegs waren, stark steigende Märkte, dann macht es vielleicht nicht unbedingt Sinn, eine Trendwende zu traden, weil wir die ja natürlich von fallenden Kursen ausgehen und wir dann auf der Long-Seite positioniert sind. Also da muss man dann schon vielleicht die ein oder andere Zusatzregel dazu nehmen. Kleinfirmeneffekt, der sogenannte Small-Firm-Effekt, ist vielfach beschrieben und es geht hierbei darum, dass man Firmen mit einer relativ niedrigen Marktkapitalisierung zugrunde legt und die erzielen durchschnittlich höhere Renditen als die mit höherer Kapitalisierung. Da könnte man auch ranken. Und natürlich so die Firmen nach Marktkapitalisierung ordnen und sich das Ganze dann mal genauer angucken. In den Zeiten, wo Banz und Kollegen das in den 80ern durchgeführt haben und sich immer wieder damit beschäftigt haben, hatten wir noch nicht die Möglichkeiten, die wir heute, jeder einzelne von euch hat. So gesehen war das damals was sehr Spannendes. Einmal kurz klicken. Denn man stellte fest, ungewöhnlich hohe Renditen in den ersten 2 Januarwochen haben auch nicht nur hier der Banz festgestellt, sondern auch die Keim, Kollegen und Rheingarnum in ihren Publikationen. Und auch sie haben das festgestellt, dass es eben zum Jahresende eine ungewöhnliche Rendite gibt, die man, früher sprach man eher von Marktanomalien, heute sagt man eher Markteffekte. Letztlich ist im weiteren Sinne das Gleiche gemeint. Die Gründe, warum könnte das am Jahresende so sein? Höhere Volatilität vielleicht in Small Caps oder Investoren realisieren kurzfristige Verluste am Jahresende, damals vielleicht noch aus einkommenssteuerlichen Gründen. Mittlerweile haben sich natürlich auch da gewisse Dinge geändert. Kurserholung durch erneuten Kauf in den ersten Januartagen. Vielleicht sind es aber auch Fondsmanager, die da sich eher durch ihre Käufe und Verkäufe hervortun. Vielleicht
verkaufen Sie Verlustbringer zum Jahresende, um die dann eben mit Jahresgewinnen zu verrechnen. Oder vielleicht ist es aber auch im Dezember nochmal ganz anders, dass die einbezahlten Jahresbeiträge an Pensionsfonds oder Lebensversicherern einfach dazu führen, dass man in den ersten 2 Januarwochen eben steigende Kurse hat, weil das Geld untergebracht werden muss. Ihr seht, es kann eine Vielfalt von, also eine Vielzahl von Möglichkeiten geben. Man weiß, dass dieser Effekt nach wie vor existiert, aber er ist deutlich schwächer als zur damaligen Zeit und kommt sicherlich auch darauf an, mit was für Firmen man sich auseinandersetzt, wie man das Ganze rankt. Also da ist ein bisschen Arbeit auch mit verbunden, dass ihr da natürlich auch ein bisschen genauer hinschaut. Sell in May and go away, der sogenannte Oktober- oder Halloween-Effekt. Ihr findet ihn unter verschiedenen Begriffen. Klar, den Begriff Sell in May kennt fast jeder, aber natürlich auch Oktober-Effekt oder Halloween-Effekt ist genauso bekannt. Und jemand oder diejenigen, die da sich häufig mit auseinandergesetzt haben, sind Bowman und Jacobsen und ihre Kollegen und Mitarbeiter. Und einer der frühen Beiträge dazu, da haben Sie den Zeitraum von 1970 bis 98 untersucht. Der heißt im Originaltitel The Halloween Indicator, Sell in May and Go Away, Another Puzzle und publiziert im American Economic Review in 2002. Und was haben Sie gemacht? Sie haben 37 Märkte untersucht und Sie haben festgestellt, ihr seht sie gleich auch noch, in 36 von 37 funktioniert das. Das war das erste wirklich durchschlagende Ergebnis. Das zweite war von November bis April durchschnittlich höhere Renditen als in der Periode von Mai bis Oktober. Und ein drittes Ergebnis war, dass man auch durchschnittlich höhere Renditen als bei der klassischen Buy-and-Hold-Strategie hat. Also es lohnt sich und im Prinzip reduziert es natürlich auch das Risiko, wenn ich nur eine Zeit lang von einem Jahr mich in den Märkten aufhalte, dann die Positionen wieder glattstelle und zu einem späteren Zeitpunkt wieder einsteige. Und das zeige ich euch gleich dann auch nochmal im Einzelnen. Die Sell in May and Go Away Strategie scheint aber auch bei anderen nochmal genauer unter die Lupe genommen zu werden. Da ist zum Beispiel der Thomas Hupp, der das macht und der hat gesagt, na, Sell in May and Go Away ist schön, aber Sell in July ist viel besser. Warum? Er begründet das Ganze mit 28.000 Beobachtungen, die er gemacht hat, so nennt er das. Er hat sich 10 Jahresinvestments von Aktien mit Festzins und unterschiedlichen Handelsstrategien genommen von 1900 bis 2014 und berücksichtigt sind hier auch Kosten für Transaktion und Verwaltung. Und sein Ergebnis war, für solche Zeiträume mit US-Zins konnte man in dem untersuchten Zeitraum 3,8% pro Jahr machen, mit der Buy-and-Hold-Strategie 7,11%, mit Halloween bis Mai 7,62%. Und noch besser war es allerdings, wenn man die Aktien noch etwas länger hielt, bis in den Juli mit 9,07%. Und das ist vielleicht auch eine Aufgabe für euch, immer mal wieder dahin zu schauen, ob diese Effekte, die wir beschreiben, die auch gut in der Literatur beschrieben sind, die gut untersucht sind, ob man die heute auch noch beobachten kann. Da kommt es ein Stück weit drauf an. Wenn ich jetzt sage, Sell in May and go away, dann seht ihr hier die aus der Originalarbeit von Bowman und Jacobsen, die Zahlen, die dazu gehören. Wir haben hier in dieser Tabelle unterschiedliche Länder, also die Indizes von Argentinien, Australien, hier alphabetisch geordnet, bis hin zu den United States, also Amerika und schließlich zum Weltmarkt. Und ihr seht als erstes die Zahlen für November bis April. Einerseits der Durchschnitt, Mean, und dann die Standardabweichung, Standard Deviation. Und da könnt ihr beobachten, dass das in fast allen Märkten eben sich so ausgewirkt hat, dass ihr in diesem Zeitraum besser verdient habt als in die habe ich grün gemacht, als in dem Bereich von Mai bis
Oktober und manchmal deutlich, manchmal aber auch etwas knapper. Aber ihr seht, in Argentinien wäre es fast egal gewesen in diesem Markt. Da hätte man fast vielleicht auch die ganze Zeit im Markt sein können. Aber in Australien beispielsweise große Unterschiede. In Österreich sogar hätte man negativ performt, verglichen mit dem November bis April Zeitraum. Und ihr seht auch weiter unten einstellige oder auch Minuszahlen für bestimmte Länder wie Irland, Italien, aber auch Japan oder Korea. Und das sind schon deutliche Unterschiede, dass es sich lohnt, darüber nachzudenken, ob man nicht im Bereich von November bis April unterwegs ist und den Rest des Jahres, vielleicht ganz simpel ausgedrückt, während der Sommer- und frühen Herbstzeit sich mit anderen Dingen beschäftigt. In dem gleichen Aufsatz von Bowman und Jacobsen hat er oder haben die beiden da die entsprechenden Länder genommen und dass die Halloween-Strategie, also sprich nur von eben, ihr seht es hier, von November bis April investiert zu sein, die grünen Bereiche hat man verglichen mit der klassischen Buy-and-Hold-Strategie. Das heißt, ich halte im gesamten Zeitraum und letztlich ist klar, was dabei herauskommt. In den meisten Fällen ist auch hier die Halloween-Strategie die attraktivere. Ihr seht, das ist nicht ganz so ausgeprägt, wie wir das eben gesehen haben, aber meistens ist die noch knapp eine Nasenlänge vorne. Ihr könnt das anhand der Zahlen vergleichen und wenn ihr das Webinar in der Aufzeichnung nochmal seht, dann könnt ihr die Zahlen genau unter die Lupe nehmen. Jacobsen und seine Kollegen haben das aber immer weiter getrieben, dieses Thema. Eine der letzten größeren Publikationen war 2018 und auch da, sie haben einfach nur das bestätigt gesehen, ohne aber mal zu gucken, wie sieht denn das aus? Wie ist es mit, wenn ich es länger halte, bis in den Juni oder Juli? Oder kann ich bessere Zeiträume finden? Sie haben meiner Meinung nach immer weiter geguckt, um diesen Effekt, den Sie vor ewigen Zeiten entdeckt haben, einfach weiter zu manifestieren. Und der ist ja auch in unserer aller Köpfe im weiteren Sinne drin. Und hier titeln Sie dann Sell in May and Go Away Everywhere and All the Time. Und hier nochmal, auch nochmal, weil es eine so spannende Geschichte ist. Ergebnis 1, November bis April durchschnittlich 4% höhere Renditen. Und ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, 4% ist ja heute eine ganze Menge in Niedrigzins- oder Negativzinsphasen als in anderen Bereich von Mai bis Oktober. Renditen im Sommer sind oft negativ. Auch das ist mal wichtig wahrzunehmen. Diese sogenannte Börsenweisheit hin und her macht Taschen leer, die ich ohnehin für begrenzt sinnvoll halte, denn ich muss schauen, kann ein Markt mir im Moment noch was geben? Wirft mein Investment oder mein Trade im Moment noch was ab? Wenn nein, dann lohnt es sich eher, eine Position glattzustellen und in etwas zu investieren oder etwas zu traden, was attraktiver ist. Und hierbei kann man oft feststellen, dass der Sommer aufgrund unterschiedlicher Geschichten, in den meisten Ländern sind Ferien, in manchen Ländern sind noch längere Ferien als bei uns und die Märkte, ich sag mal, sie bewegen sich halt eher seitwärts oder es ist wenig los, abgesehen jetzt von solchen Ausnahmesituationen, die natürlich auch vorkommen können, Vulkanausbrüche, andere Geschichten, Tsunamis, alles sowas, was die Welt auch dann in solchen Situationen einfach bewegt, dann aber in der Regel aber auch auf die Short-Seite und das Ganze nicht noch auf der positiven Seite, also verdienen mit Long, befeuert. Halloween-Strategie in 94% aller beobachteten 10-Jahres-Zeiträume doppelt so viel Rendite als der Aktienmarkt. Und das allein sollte euch wenigstens darüber nachdenken lassen. Es ist nicht so viel Aufwand, zweimal, dreimal, viermal im Jahr etwas hin und her zu transferieren, zu kaufen oder zu verkaufen. Also vielleicht lohnt sich das. Aber auch, und ich habe hier noch ein Beispiel mitgebracht aus einer Publikation 2005. Ihr findet die sämtlichen Publikationen am Ende des Webinars aufgelistet. Wer es lesen will, auch im Original, könnt ihr nachvollziehen. Ich habe hier eine Grafik, die The Average Initial Return of IPOs, also es geht hier um Börsengänge im US-Markt, in the US Stock Market for the period im Zeitraum von 1970 bis 2003. Also man hat sich angeguckt, wie haben die
IPOs, also die Börsengänge, die Firmen, die an die Börse gegangen sind, in diesen 23 Jahren performt. Und was hat man festgestellt? Auch hier, dass man im Zeitraum von November bis, sagen wir, April, Mai, wie ihr es auch sehen wollt, deutlich höhere durchschnittliche Renditen habt und auch also auf dieser Ebene, nicht nur aufgrund der bestehenden Aktien oder Unternehmen, die ohnehin schon an der Börse gelistet sind, sondern auch bei den neuen kann man diesen Effekt, ich will nicht sagen logischerweise, aber man kann ihn eben auch hier beobachten, was durchaus auch eine spannende Geschichte ist. Turn of the Hallo, Month, ja. wenn ich dich kurz unterbrechen darf, Ja. dann können wir also festhalten, das werde ich auch gleich noch in der Trading-Praxis untermauern, anhand von anderen Grafiken, dass der Sell-in-May-Effekt besteht, allerdings vielleicht eher in Richtung Sell-in-July umbenannt werden sollte und somit aufgrund des Titels eine kleine Irreführung da ist. Würde ich, also ich würde es platt so Und ausdrücken, ja. genau. Und zum anderen auch hier beim Thema Halloween-Effekt heißt es ja eigentlich, dass man erst sozusagen zu Halloween oder am Tag nach Halloween dann Ja. entsprechend einsteigen sollte. Das wäre also Ende Oktober und damit auch das Thema But remember to come back in September auch ein bisschen falsch dargestellt wird. Stimmt. Werden wir auch später schauen, was da so möglich bessere Einstiegspunkte sind. Hier sind aber noch ein paar Fragen reingekommen, die eigentlich dazu ganz gut passen, Herr Raimund. Und Ja. deswegen unterbreche ich dich gerade, nämlich zum einen die generelle Aussage hat hier Susan Leverman getroffen, Time in Market beats Market Timing. Sehen wir hier zum Beispiel, dass es widerlegt ist. Hier muss man wahrscheinlich dazu sagen, es kommt drauf an. Denn wenn ich mir jetzt zum Beispiel ein Aktienportfolio mit Dividendenaktien zurechtlege, dann würde ich da mit Susan Leverman mitgehen, der insbesondere bei US-Aktien, die quartalsweise auch Dividenden ausschütten. Und wenn man eine Dividendenstrategie hat, dann lohnt sich ein klassisches Buy and Hold, wie es Susan Leverman sozusagen auch gesagt hat. Aber bei solchen Effekten kann man eben auch, wie man sieht, aufgrund der Rendite auch ganz klar davon abweichen, oder? Definitiv. Wir müssen tatsächlich immer so schwammig sagen, it depends. Es kommt tatsächlich drauf an, was wir betrachten, welchen Markt wir betrachten, und wir finden immer Argumente für das eine oder das andere, was möglicherweise besser ist. Was wir aber bei den Markteffekten sagen können, es gibt sie. Und das ist schon mal was, wo man sich in gewisser Weise über einen langen Zeitraum drauf verlassen kann. Ob sie zu schlagen sind durch Indizes, durch Buy and Hold, das kommt immer natürlich auch auf die Zusammensetzung an von dem, was ich dann handle oder was ich dann halte. Und definitiv, alle Strategien haben ihre Berechtigung, und von daher, das, was Susan sagt, stimmt genauso wie das, was wir hier darstellen. Ja. Dann noch eine weitere Frage, die reingekommen ist. Diese Markteffekte, auch wenn man jetzt gerade von dem Sell-in-May-Effekt spricht, ist ja das eine, dass in der Historie es gezeigt wird, dass man damit gute Renditen macht, wie du es ja auch gerade gesagt hast. Das Problem, was da dann natürlich immer besteht, ist die Psyche des Menschen. Also wie viel kann er ertragen, sozusagen. Und das ist ja dieses Jahr eigentlich auch ein Paradebeispiel, wenn wir den Sell-in-May-Effekt oder den Halloween-Effekt besser gesagt genutzt hätten, dann hieße es, wir steigen im Oktober ein, letztes Jahr. Und dann kommt sowas wie der Corona-Crash. Und das muss man dann natürlich auch irgendwo aushalten, beziehungsweise entsprechend auch in seine Strategie mit verwursten, sage ich jetzt mal. Was hast du denn da für Tipps, dass man damit besser umgehen kann? Also diese Nummer jetzt dazu wirklich was zu sagen, ist natürlich eine hochkomplizierte, weil die Leute so viele und die Menschen, auch die ich gesprochen habe, so viele Angst haben und auch existenzielle Angst, dass im Prinzip das, was an den Börsen, an den Finanzmärkten passiert, natürlich einerseits attraktiv ist, andererseits aber auch das Ganze noch befeuert hat. Also diese Unsicherheit, wenn ich unsicher bin als Mensch in meinem Leben, mit meinen Umständen, die gerade sind, dann würde ich sagen, es ist höchste Vorsicht geboten, und es lohnt sich, die Schäfchen im Trockenen zu halten und erst gar nicht aus dem Stall rauszulassen, weil es ein bisschen gefährlich ist.
weil es noch mehr Unsicherheit in mir schafft. Ansonsten ist dieses Jahr, und jetzt schauen wir zurück auf letztes, vorletztes und so weiter, eben auch nur eins von vielen Jahren. Und wenn ich mich mit Effekten, gerade mit diesem monatelangen Effekt auseinandersetze, dann, um dann da wirklich von zu profitieren oder da entspannt beizubleiben, dann muss ich einfach ein Stück weit auf Statistik vertrauen und sagen, okay, bin halt zum ungünstigen Zeit, mache ich das vielleicht das erste Mal, aber das braucht natürlich sehr starke andere Kräfte. Da kommen wir zum Selbstwertgenerator, den ihr im ersten Webinar kennengelernt habt. Da müssen wir an anderen Stellen arbeiten. Das ist nicht trivial. Und eigentlich hat sich trotzdem der Halloween-Effekt bewahrheitet, auch in dieser Periode wieder. Wenn man sich anschaut, man wäre zum 31. Oktober quasi eingestiegen, dann hätte man hier irgendwo bei 13.000 Punkten seinen Einstieg gesucht. Und wenn man beispielsweise bis Mai nur gehalten hätte, hätte man einen Verlust gemacht. Wenn man bis Juli gehalten hätte, also Mitte Juli, wo es dann eben auch gerade im DAX zum Beispiel immer wieder Hochpunkte gibt, dann wäre man wahrscheinlich mit einem kleinen Plus dabei herausgekommen. Also trotz Marktverwerfung hat es hier eigentlich auch doch wieder geklappt. Und damit zurück zu dir. Ja, stimmt. Es hätte geklappt, aber wir wissen auch aus anderen Situationen, dass solche Dinge am langen Ende auch länger dauern können. Und ja, es hätte tatsächlich in diesem Jahr auch geklappt. So, es hängt gerade kurz, warum auch immer. So, weiter geht's. Der Monatsende-Effekt kannten auch einige von euch. Ist einer der bekanntesten Effekte. Neben dem, den wir gerade behandelt haben, ist statistisch super belegt und vor allem bei Aktien, Märkten, Aktienkursen und vor allem, wenn man nach Amerika guckt und die Forschung, die hat sich lange mit den amerikanischen Märkten beschäftigt. Ich sage mal, im deutschsprachigen Raum wurde manches hinterhergeforscht und letztlich hat man festgestellt, dass Ende eines Monats und zu Beginn des Folgemonats bestimmte Märkte eine deutliche höhere Ertragskraft liefern, viel mehr als in den anderen Zeiträumen. Und der Vorteil von dieser Strategie, die gut untersucht ist, ist, dass man eben auch relativ wenig Orders machen muss. Man muss einmal ein paar Tage vor Monatsende rein, ein paar Tage nach Monatsende raus. Man hat niedrige Kosten auf der Order-Ebene. Man hat den Vorteil, dass man sein Kapital nicht ständig einem Risiko aussetzt. Man ist vielleicht nur 20% der Zeit im Markt. Auch da kann man Statistik betreiben. Macht es Sinn, 3 Tage vor Monatsende bis 3 Tage nach, sind es 4. Welche Rolle spielen da, wenn Feiertage in bestimmten Monaten dazwischen kommen? Wie sieht es mit Wochenenden aus? Also was heißt 3 oder 4 Tage im Speziellen, dass ihr ein bisschen dafür sensibilisiert seid? Ich fange nicht einfach am 27. an, wenn der Monat 31 Tage hat, sondern ich schaue da genauer hin. Und super untersucht ist das für den S&P 500 Future, sehr hohe Liquidität. Und die Frage ist, warum funktioniert das? Warum macht man das? Ich bin so jemand, auch wenn ich Wissenschaftler bin, es interessiert mich oft nicht. Ich sehe einfach, dass es funktioniert. Aber ich habe euch auch da ein bisschen mitgebracht. Also die Veränderung von Lagerbestandsläufen kann eine Rolle spielen. Die Zusammensetzung von Fonds und Versicherungsportfolios kann zum Monatsende möglicherweise angepasst werden. Vielleicht aber auch die Indizes selber. Vielleicht passieren aber auch Fusionen und Übernahmen gerade in dem Zeitraum. Es ist letztlich egal. Dieser Effekt ist super beobachtbar und ich zeige euch einfach mal anhand eines Kalenders, den ich mal hier einblende, dass ihr eben nur diesen kurzen Zeitraum im Markt seid. Müsst möglicherweise, wenn ihr den S&P 500 oder sogar als Future handelt, müsst eventuell auch eine höhere Volatilität natürlich dann aushalten. Aber am langen Ende habe ich euch hier mal die 10-Jahres-Performance mitgebracht, runtergebrochen, hier als Backtest über 10 Jahre für einen S&P 500 Future. Und ihr seht, dass das bis auf den Beginn da, wo es noch ein bisschen zackelig war, im Prinzip eine sehr lukrative Geschichte ist. Und da ist nichts anderes drin, als einen S&P 500 vor Monatsende zu kaufen und nach Monatsende zu verkaufen. Das sind 12 Trades im Jahr. So gesehen, Roundhorn, also 24 Trades, wenn ihr es streng nehmt. Und dann seht ihr, dass das durchaus attraktiv sein kann. Und das ist natürlich auch in anderen Märkten so. Könnt ihr mal für euch selber forschen, wie sich das letztlich zeigt. Und wir wissen ja, dass der DAX auch teilweise parallel zum DAU läuft.
Nicht immer, aber gibt gewisse Tendenzen. Und das ist auch andere Indizes, nehmen wir den Eurostoxx. Vielleicht sind auch da attraktive Möglichkeiten, dass ihr da mal einen Blick drauf werft. Eine Geschichte, die viele kennen, Turnaround Tuesday, ist auch ein sehr bekannter Markteffekt, ist auch sehr gut untersucht. Also diese Sachen sind alle statistisch belegt und haben im Prinzip gute, stabile Ergebnisse hier zum Beispiel auch seit 2008. In 2007, aus bekannten Gründen, war es da etwas schwächer. Es ist ein wirklich einfach nachvollziehbarer Effekt. Man schaut, was machen die Märkte montags. Wenn die Märkte schwächeln, dafür brauche ich Kriterien. Ich kann mir überlegen, fällt der Kurs unter einen bestimmten gleitenden Durchschnitt oder habe ich ein anderes Kriterium, einen anderen Indikator? Das kann ich mir natürlich über bestimmte Zeiträume angucken und sage dann, okay, wenn das und das gegeben ist, dann gehe ich montags abends in den Markt und halte das möglicherweise bis dienstags abends oder bis mittwochs morgens. Das muss man gucken, was statistisch dann letztlich besser ist. Und mit diesem Effekt, der auch nachvollziehbar ist, gibt es eine Überrendite gegenüber dem DAX. Selbst wenn der DAX sich gut entwickelt, lohnt es sich eben nur in diesem Zeitraum im Markt zu sein. Auch hier der Vorteil, nicht übermäßig hohe Kosten. Dieser Effekt, der ist auch nicht 50 Mal im Jahr handelbar, sondern in der Regel weniger, weil wir eben nicht nur schwache Montage haben. Und die Liquidität im Mini-DAX Future ist ja auch gegeben, sodass man hier zum Beispiel auch einen psychologischen Effekt hat. Ich kaufe vergleichsweise günstig ein, der Markt schwächelt und ich setze auf steigende Kurse. Das ist vielleicht gar nicht mal so unattraktiv. Warum ist es so, dass es am Dienstag besser ist? Naja, vielleicht, weil wir Nachrichten vom Wochenende verdaut haben, die sich montags zeigen, die eingepreist sind. Das könnte eine Geschichte sein. Kann aber auch sein, dass große Investoren in auf schwache Märkte aufmerksam werden und möglicherweise reagieren. Die Positionsgröße vor dem Wochenende könnte verringert werden. Nach dem Wochenende wird sie wieder aufgebaut. Es gibt eben sehr unterschiedliche Möglichkeiten daran zu gehen. Ich kann viele Erklärungen finden, die mehr oder weniger stimmen. Und ich sage ja immer, die Nachricht muss nicht unbedingt was mit dem Kurs zu tun haben. Schauen wir lieber auf den Kurs. Und wenn der Kurs mir gewisse Dinge zeigt, dann lohnt es sich vielleicht zu investieren. Investmentfonds könnten eine Rolle spielen. Und vielleicht ist es aber auch so, dass private Investoren montags kalte Füße bekommen, ihre Positionen verkaufen, einfach aufgrund der schlechten Nachrichten, die übers Wochenende, wo die Märkte ja geschlossen haben, aufgelaufen sind. Das Interessante hierbei ist, wir halten die Position möglicherweise zweimal über Nacht, aber wir sind eben auch sehr kurz im Markt. Und wir sind nicht immer im Markt. Und das ist eben auch ein interessanter Aspekt. Und ich zeige euch das, wie das hier für ein DAX Future war, auch über 10 Jahre gesehen. Und auch diese Kurve sieht durchaus spannend aus, weil die Richtung stimmt. Und das ist etwas, was man bei diesen Effekten in der Regel beobachten kann. Es gibt Situationen, wie sich als Drawdown zeigen. Es gibt Situationen, wo es seitwärts läuft. Ihr seht hier bei diesem Effekt von, sagen wir mal, naja, März, April 2016 bis Anfang 2019, da hat sich nicht viel getan. Aber am langen Ende und vor allem in der letzten Zeit ist das dann doch wieder, hat sich da dann doch wieder dieser Effekt etwas stärker gezeigt. Es gibt auch einen Effekt, wir hatten jetzt ja schon einen Effekt in S&P 500, wir hatten einen im DAX, also wir waren in Amerika, wir waren in Deutschland, wir sind jetzt unterwegs bei einem Währungspaar. Auch das ist natürlich spannend. Viele kennen das Währungspaar, das sogenannte Cable. Seit 1858 gibt es das Unterwassertelegrafenkabel zwischen den Vereinigten Staaten und England. Und also hier geht es um das Währungspaar britisches Pfund, amerikanischer Dollar. Und letztlich hat man aufgrund auch hier von Statistik festgestellt, dass der Kurs dieses Währungspaars dienstags in der ersten Tageshälfte eher rückläufig ist. Heißt also, eher Short-Position eingehen. Es ist ein Währungspaar und sagen wir mal ein wichtiges Währungspaar. Wir haben hier eine hohe Liquidität. Das ist attraktiv und wir haben, und das ist unterschiedlich zu allen anderen Sachen, die ihr hier heute seht, zumindest die ich mitgebracht habe, ihr habt kein Übernachtrisiko. Das ist natürlich auch attraktiv. Ihr könnt die Position morgens eingehen und mittags dann verkaufen. Und ich habe euch das hier mal gezeigt. Dienstags vormittags Short auf das Cable und ihr habt
6 Stunden, die ihr den Markt verfolgt oder im Markt seid. Und das führt zu folgendem Effekt. Wenn ihr einen Future in diesem Währungspaar kauft, beziehungsweise an der Stelle natürlich verkauft und ihr seht, wie sich hier das Ganze entwickelt hat. Auf der Y-Achse seht ihr natürlich immer, wie viel Euros damit zu verdienen gewesen wären oder auch nicht. Und ihr seht auch, dass dieser Effekt in den letzten Wochen nicht ganz so ausgeprägt war, eher auf der, ich sage mal, was die Erträge betraf, eher das Ganze ein bisschen gemindert hat und sich im Moment eben nicht ganz so attraktiv verhält. Vielleicht ist es dann eben auch spannend, unterschiedliche Effekte zu handeln, denn ein Währungspaar, ebenso wie ein amerikanischer oder auch ein deutscher Index, sind natürlich sehr unterschiedliche Dinge. Und natürlich ist auch Gold nochmal was anderes. Also wir haben hier dann ein Edelmetall. Und wenn ihr das Ganze auf dieser Ebene diversifiziert, dann macht ihr vielleicht den einen oder anderen Trade mehr im Jahr. Aber ihr habt so kleinere Drawdown-Phasen, die bei jedem dieser Effekte immer mal wieder auftauchen, die könnt ihr ein Stück weit eliminieren, denn oft ist es eben so, wenn sich das eine erzögerlich verhält, vielleicht auch das Konto ein bisschen kleiner wird, dann sind es die anderen, die vielleicht attraktiver sind. Also auch dieser Effekt, Gold am Freitag, ist statistisch sehr gut belegt. Es gibt stabile Ergebnisse seit 2008. Auch hier schwache in 2007, ist einfach nachzuvollziehen. Gute Rendite in den letzten 20 Jahren, aber sehr wichtig, es ist volatil und keine Rendite im Seitwärtsmarkt, die 10 Jahre des letzten Jahrtausends, die letzten 10. Und was wir auch hier haben, hohe Liquidität. Das ist natürlich auch attraktiv. Die Frage ist, warum Gold vor dem Wochenende kaufen? Naja, man kann auch hier spekulieren. Manches, glaube ich, das hat sich einfach so eingebürgert. Manches ist ein Effekt, weil man es einfach so tut. Aber auch hier könnte man argumentieren und sagen, naja, vielleicht sind es die Juweliere, kaufen halt am Freitag und liefern am Montag das gekaufte Gold aus. Vielleicht sind es auch die Investoren, die etwas absichern wollen, kaufen vermehrt Gold, um mögliche Crash-Szenarien oder mögliche, sagen wir mal, ungünstige Szenarien für die Aktienmärkte abzusichern. Über die 2 Tage, wo die Märkte eben geschlossen haben. Also wir können hier drüber nachdenken und argumentieren. Und hier ist man einmal über Nacht im Markt und dann letztlich einen ganzen Tag, Donnerstagabend bis Freitagabend. Und ihr seht, zu was das führt. Wir haben hier im Bereich 2,9 bis Mitte, naja, bis Mitte 2,12 haben wir einen sehr starken Anstieg, was das Ganze hier betrifft, wenn wir mit dieser Strategie vorgehen. Wir haben auch hier einen höheren Drawdown, wie ihr seht. Wir waren schon bei circa, boah, lasst es 66.000, 67.000 Euro gewesen sein. Das hat sich dann, ich will nicht sagen ganz halbiert, aber wir haben 30, 40% doch locker verloren. Und ihr seht, es gibt Phasen, wo das Ganze doch gut funktioniert. Und hier nochmal wichtig, Zeiträume spielen hier eine Rolle. Muss sowas natürlich über Jahre anwenden, denn natürlich kann ich auch hier in einen Drawdown kommen. Also zwei Dinge sind mir wichtig. Die Langfristigkeit darin, die Konsequenz, es dann auch genauso durchzuziehen, ist letztlich ein Punkt. Und dann möglicherweise aber auch zu diversifizieren und sagen, ich verdiene mit unterschiedlichen Effekten mein Geld. Denn nehmen wir an, Gold kommt in einen Bärenmarkt, irgendwann steigt das Gold vielleicht nicht weiter, dann haben wir vielleicht die Situation, dass sich auch die Freitage nicht so ausgeprägt verhalten, wie wir das kennen. Und das ist das, was ich euch an dieser Stelle auf jeden Fall mitgeben kann. Diversifikation, wirklich auch konsequent solche Dinge durchzuführen. Und es macht Spaß, weil diese Sachen einfach über Jahre erprobt sind, sie sind wissenschaftlich belegt und sie sind bekannt. Das heißt, je mehr Leute das für attraktiv halten, vielleicht sorgt das dann auch nochmal für den einen oder anderen Performance-Schub. Performance-Schub ist ein gutes Stichwort. Vielleicht hat Mike da genau die richtigen Dinge, die euch neben den bereits erwähnten noch einen weiteren Performance-Schub geben können. Ich bin überzeugt, dass da schöne Effekte bei sind, die du dir noch ausgedacht hast. Also in diesem Sinne, lasst euch von Mike begeistern. Ja, Raimund, ich danke dir. Ich setze erstmal drauf auf, was du eigentlich gesagt hast. Wir hatten jetzt gerade Gold
Und deswegen bleiben wir einfach mal beim Gold. Und was ich mir mal angeschaut habe, ist jetzt auch mal zu schauen, wie sieht das denn eigentlich aus mit Gold und so mit Gold, ich sage jetzt mal Underlyings im weitesten Sinne. Also was passiert denn eigentlich zum Beispiel mit Goldminenaktien, wenn Gold steigt oder Gold fällt und so weiter? Und gibt es da Korrelation, gibt es da Verschiebungen und eben Nachholeffekte sozusagen. Und das ist ganz spannend. Ich habe das mal gemacht mit dem Arca Goldbugs Index. Das ist eben ein Index bestehend aus Goldproduzenten, Goldminenaktien. Übrigens, das Bugs steht weder für Käfer noch dafür, dass es ein Programmierfehler ist, sondern das Wort Bugs, das bezeichnet eben die englische Abkürzung für Basket of Unhedged Gold Stocks, also für ungehedgte, ungesicherte Goldaktien. Und hier habe ich jetzt mal Gold und auch den Arca Goldbugs Index auch übereinander gelegt, was so die Saisonalitäten angeht. Und dort sieht man schon ganz gut, dass grundsätzlich, wenn Gold steigt, steigen die Goldminenaktien auch in der Tendenz, allerdings häufig erst später. Und das sind dann sozusagen diese Nachholeffekte. Also das sehen wir hier ganz gut, wenn wir in den Januar schauen. Also links im Chart, da ist das Steigen von Gold schon viel früher unterwegs und erst Mitte Januar hat der Arca Goldbugs Index dann eben auch sein Tief gefunden. Und was auch ganz interessant ist, häufig sehen wir auch, dass der Index früher sein Hoch findet und Gold erst etwas später sein Hoch findet. Und das ist also auch eine solche Geschichte. Ähnlich ist das auch hier im Juli. Gold findet sein Tief Anfang Juli, der Goldbugs-Index erst Ende Juli oder sogar Anfang August. Dann zieht Gold hoch bis in den Oktober hinein. Und das haben wir hier auch etwas früher eigentlich abgeschlossen im Index. Übrigens ganz interessant hierbei, warum es im Juli, August, September und Oktober auch hochgeht mit dem Gold. Das sind so auch traditionelle Monate für Heiraten, für Hochzeiten, auch im fernen oder beziehungsweise Nahen Osten, wo wir eben auch im persischen Bereich oder auch im indischen Bereich und dort wird dann immer viel auch Gold geschenkt und dort zieht dann eben der Preis auch an. Also wer heiraten möchte, wer Gold kaufen will, der sollte vielleicht eher gucken, ob man das im März, im Dezember oder vielleicht auch hier irgendwann im Laufe des Junis macht, bevor der Anstieg in Gold dann eben auch passiert. Also das hier ganz interessant, wenn man auf Goldminenwerte setzen möchte oder Goldproduzenten und man sieht einen Anfang des Goldanstieges, hat man noch ein paar Tage Zeit, um reinzugehen. Ja, das nächste, was ich mitgebracht habe, ist hier die Saisonalität von norwegische Kronen und eben dem Euro, also konkret Euro-norwegische Kronen. Hier sehen wir, dass es zum Jahresende hier ab Oktober eine spannende Saisonalität gibt. Da geht der Euro-Kurs im Vergleich zur norwegischen Krone nach oben und umgekehrt. Eben die norwegische Krone tendiert dort schwächer und das ist eben ein Phänomen, was im Verlaufe des Oktobers anfängt und auftritt und das Ganze bis Ende Dezember anhält. Und jetzt möchte ich noch mal einen Blick werfen auf den Sell in May and Go Away Effekt. Wir sehen es hier im DAX. Und da werde ich jetzt einfach mal innerhalb kürzester Zeit mehrere Indizes hier reinwerfen, um das mal sich anzuschauen. Wir sehen also im DAX, das, was wir gesehen haben, nicht bis Mai, sondern bis Juli sollte man das halten.
und dann erst wieder rausgehen. Konkret Mitte Juli sehen wir saisonal gesehen im DAX einen entsprechenden Hochpunkt. Wir sehen auch so, dass das im Juli so die Ausläufer sind der Dividendensaison eigentlich, dass wir schon früh natürlich anfangen im DAX, aber dann irgendwann hier im Sommer das Ganze vorbei ist mit Dividenden, vielleicht vereinzelt noch welche, die dann später unterwegs sind mit der Dividendenauszahlung. Dazu dann eben die Urlaubszeit, wo es dann eben zu rappeln beginnt, sage ich jetzt mal. Schauen wir uns das Gleiche mal an im S&P 500 und hier sehen wir auch, dass bis Mitte, Ende Juli eben auch dieser Effekt eigentlich besteht und wenn man im Mai schon verkauft, saisonal gesehen, hat man da schon noch einiges verpasst in den Folgemonaten. Insofern sehen wir diesen Effekt auch hier bis eben in den Juli hinein. Im Nasdaq auch Mitte Juli ist es auch noch dabei zu steigen. Also sehen wir das auch. Der Dow Jones zeigt uns das auch noch an. Und jetzt wird es interessant, wo wir das eben nicht entdecken und wo der klassische Sell-in-May-Effekt auch tatsächlich da ist, ist der Euro Stoxx 50. Wenn wir uns den über die letzten 30, 32 Jahre anschauen, dann sehen wir, dass wir tatsächlich Ende April, Anfang Mai einen Hochpunkt ausbilden und dann rutscht es runter bis Ende September, Mitte Oktober hinein und erst dann kommt wieder der Anstieg. Also hier der DAX nicht, aber der Euro Stoxx und auch der französische CAC 40, die haben hier den klassischen Sell in May and Go Away-Effekt. Interessanterweise, wenn man sich so die kleineren Aktien in den USA anschaut, dann sollte man die über den Sommermonaten überhaupt nicht verkaufen. Hier sehen wir, dass die sogar bis Mitte September stark sind. Der Russell 2000 Index ist das hier. Hier haben wir also eher kleinere Werte in Anführungszeichen in den USA. Das also zu etwas längeren saisonalen Phasen, die wir hier gesehen haben. Raimund hat ja auch ein paar kürzere Trade-Möglichkeiten schon aufgezeigt, sei es jetzt der Friday Gold Rush, der da ist, also dass dann Gold entsprechend übers Wochenende auch mehr oder weniger gehalten werden soll. Warum das so ist, erhöhte Unsicherheit, man weiß nicht, was am Wochenende passiert. Jetzt hier in der heutigen Zeit vielleicht twittert Trump wieder irgendetwas, was zu Unsicherheiten führt, Handelsstreit China und so weiter, dass Gold quasi stärker ist. Aber man kann nicht unbedingt beobachten, dass der Freitag am Aktienmarkt so besonders schwächer ist. Also man nimmt Gold zwar als Absicherung, aber der Aktienmarkt ist nicht unbedingt tendenziell schwächer freitags. Dafür aber montags. Das ist der sogenannte Montagseffekt. Googelt das mal, weil da gibt es auch ein paar Literatur dazu. Und der Montagseffekt ist eben, dass der DAX oder auch andere Indizes oder am Wochenanfang besser gesagt eher schwächer tendieren. Und dann kommt es eben zu dem sogenannten Turnaround Tuesday, den Raimund erwähnt hat. Also manchmal da gehen solche Effekte auch Hand in Hand. Übrigens, in diesem Jahr sollte man den Montag nicht unbedingt meiden. Der Montag einer der besseren Tage in diesem Jahr, der viel an Performance auch gebracht hat. So, jetzt schauen wir mal noch zum Abschluss ganz kurz auf eine Geschichte, die ich euch auch gerne näher bringe, nämlich, dass man auch Effekte erzielen kann, wenn man auf bestimmte Indikatoren achtet. Ganz einfach, wir nehmen eine 200-Tages-Linie und natürlich dieses Jahr ein besonderes Jahr, aber wenn man das über die Zeit hinaus streckt, dann ist die 200-Tages-Linie ein sehr, sehr guter Indikator für Sicherheit und Unsicherheit, so nenne ich das mal. Denn historisch betrachtet beginnen unterhalb der 200-Tages-Linie eben hier die Kopfschmerzen, die Schweißperlen auf der Stirn, wenn es eben um auch tatsächlich
große Marktverwerfung innerhalb eines Handelstages kommt. Das heißt, statistisch gesehen, der Markt wie der DAX, der S&P 500 oder sonstiges, wenn sie sich unter der 200-Tageslinie bewegen, haben wir hier das Potenzial, eben auch größere Kursbewegungen nach unten zu bekommen innerhalb eines Handelstages, sprich 5% oder auch 3% und mehr im Minus zu sein und im Minus auch so zu schließen. Da war es zumindest bis ins Jahr 2019 hinein in 8 von 10 Fällen der Fall, dass solche Negativtage von mehr als minus 3% eben unterhalb der 200-Tageslinie passiert sind. Also das hier möglicherweise eben auch damit ein guter Indikator, um zu sehen, jetzt werde ich vielleicht etwas vorsichtiger mit meinen Trades in Long-Richtung, wenn ich mich unterhalb der 200-Tageslinie bewege. Aber solche kleinen Durchschnitte werden auch noch im kommenden Webseminar eine wichtige Rolle spielen. Da werden wir nochmal drauf schauen. Das jetzt erstmal ganz kurz und grob von meiner Seite aus. Raimund, damit gebe ich ab wieder zurück zu dir. Danke, Mike. Super Beispiel. Im Übrigen super Beispiele. Also auch die Eurostoxx-Nummer gefällt mir sehr gut. Und das legt einfach auch nahe, dass ihr natürlich in gewissen Zeiten auch Dinge überprüft, die, ob die noch relevant sind, ob das noch so ist. Und wir haben es auch schon gehabt, dass sich Rhythmen ändern. Das wisst ihr. Wir haben es auch gesehen bei den Jahresendzahlen im letzten Webinar. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass möglicherweise die Kontra-TF-Zyklen auch kürzer sein können. Das heißt, alles, was wir an Wissen erwerben, müssen wir nach wie vor weiter prüfen, denn letztlich geht es ja auch um unser Geld. Was ich immer wieder feststelle, ist, dass, also der Mike und ich haben uns große Gedanken gemacht, wie wir so Webinare zusammenstellen. Das soll natürlich eine Mischung aus Theorie und Praxis sein. Und wir haben bestimmte Elemente dazu gehört. Am Schluss natürlich auch die Weisheit unter der Lupe. Da wisst ihr immer schon, dann ist es zu Ende. Natürlich bringen wir euch auch Literatur mit und wir haben aber dieses Jahr auch zwei Geschichten dabei. Das eine ist ein Coaching-Tool und das andere, da geht es um das Bewusstmachen des Unbewussten. Übrigens ein großer Wunsch von Mike, dass wir sowas mit aufnehmen. Und ich stelle immer wieder fest, dass sich doch einige gegen Ende des Webinars aus dem Staub machen. Und die Frage natürlich, warum das so ist, es kann natürlich sein, dass es euch nicht interessiert. Es kann aber auch sein, dass ihr die Relevanz zum Thema Finanzmärkte nicht seht, dass man damit vielleicht auch kein Geld verdienen kann. Ich sage euch, ich habe es viele Jahre nicht nur mit mir selber erlebt, sondern auch mit meinen Klienten, dass eben diese Dinge eine große Rolle spielen und wir liefern euch bewusst nur Spots, weil wir wissen, wenn es ein ganzes Webinar wäre, wäre es zu psychologisch. Aber manchmal kann man es eben auch mitnehmen, um dann am langen Ende davon auch zu profitieren. Heute das fünfte Thema, da geht es um das Thema Selbstwert, Selbstvertrauen, Urvertrauen. Und wir haben darüber das bewusst auch schon im ersten Webinar gemacht, weil es uns ein wichtiger Aspekt ist. Ihr erinnert euch an den Selbstwertgenerator. Warum du deinen Selbstwert von Trading-Ergebnissen abkoppeln solltest, fragt euch immer, inwieweit euch noch ein Trading-Ergebnis, vor allem im Verlust, ärgert, dass ihr so reagiert, dass ihr vielleicht auch sauer seid, dass ihr vielleicht gerade verlorenem Geld noch etwas hinterher schmeißt, weil ihr es einfach auch nicht akzeptieren wollt, dass das gerade nicht gut gegangen ist. Auf dieser Ebene müssen wir als Trader immer arbeiten, weil es letztlich auch in Abhängigkeit von dem verloren gegangenen eine große Rolle spielt. Trading schwächt in gewisser Weise nicht nur unsere Finanzen, sondern möglicherweise auch unsere Gedanken oder eben auch, wie wir uns fühlen, weil wir immer wieder auch dahin kommen zu merken, es hat nicht geklappt. Aber dabei hat es oft gar nichts mit uns zu tun. Die Frage ist, wie man ihn schützt, indem man es abkoppelt. Das muss man lernen. Ihr kriegt, wie gesagt, hier nur ein paar Worte an die Hand und dürft da selber diese Wege weitergehen. Denn alleine über diese Seite könnte man eine ganze Stunde sprechen mit den entsprechenden Ausprägungen, was man dann dazu bietet. Was unterscheidet Selbstwert, Selbstvertrauen und Urvertrauen? Auch darüber vielleicht mal nachdenken und wie du dein Selbstvertrauen gewinnst und vor allem, ob es dann die Finanzmärkte sein sollten, um am Thema selbst was zu drehen.
Denn Vertrauen ins Trading gewinnt man im Prinzip ja durch eine Strategie, durch ein wiederholtes Vorgehen, mit dem man erfolgreich ist. Und da können Markteffekte zu beitragen. Denn wenn ihr immer wieder überlegen müsst, gehe ich an einer bestimmten Stelle long oder short, ohne das vielleicht auch getestet zu haben, dann ist es immer eine Unsicherheit, die noch größer wird und die, wenn der Trade am Anfang auch nicht so läuft, wie ihr euch das wünscht, nicht gerade Vertrauen in das Ganze schafft. Wenn ihr nicht gebacktestet habt, weil Backtest an sich ist eine wichtige Geschichte, um zu gucken, kann das überhaupt klappen? Und das machen viele leider nicht. Es sind wirklich wichtige Punkte, die wir euch hier mitgeben. Und die Frage ist auch, warum fehlt es möglicherweise an Vertrauen? Das kann auch mit Erziehung oder eben auch unserem Elternhaus zu tun haben. Ich weiß, dass es tatsächlich so ist, aber für diejenigen, die sagen, da sehe ich überhaupt keinen Bezug. Aber spätestens dann, wenn ich sage, ja, euer Vater konnte schon nicht mit Geld umgehen, wieso sollte das bei euch klappen? Dann ist das ein wichtiger Punkt. Ich habe tatsächlich einen Klienten, der sagt, na ja, Traden und Sucht habe ich kein Problem mit und sagt dann, ein anderes Familienmitglied hat Spielcasino-Verbot und er tradet wie ohne Ende die Märkte hoch und runter. Das heißt, diese Dinge, die wir ausblenden oder die wir nicht sehen, da müssen wir hingucken, um am langen Ende wirklich erfolgreich zu sein. Das Coaching-Tool heute ist ein besonderes. Ich beschäftige mich seit 1,5 Jahren mit dem Thema und das geht da um Biophotonenpflaster. Ich erkläre euch kurz, wie die Dinger funktionieren und ich habe die heute als Beispiel mitgenommen, einfach deswegen, weil ich sie auch punktuell einsetzen kann, genauso wie unsere Trades, die wir heute gesehen haben. Die Sachen sind ganz einfach aufgebaut. Diese Pflaster bestehen aus Aminosäuren, Polysacchariden und Sauerstoff und man kann sie in vielen Lebenssituationen einsetzen. Die Wirkung, die lese ich euch kurz vor. Letztlich ist es da, geht es nur darum, die Selbstheilungskräfte anzuregen. Jede Körperzelle wird durch bioelektrische Signale zu einer bestimmten Tätigkeit angeregt und diese Pflaster wirken dabei einfach als molekulare Antennen, die Nerven und Akupunkturpunkte stimulieren. Also im Prinzip ist es so etwas wie Akupunktur, das kennt fast jeder, nur eben ohne Nadeln, mit diesen entsprechenden Dingen. Und die kann ich dafür einsetzen, dass ich vielleicht tiefer schlafe, dass ich den ein oder andere Verspannung loswerde, den ein oder anderen Schmerz und dass ich, um aufs Trading zu kommen, eben auch in Situationen einsetze, wo ich vermehrt Angst spüre, Stress habe, Wut aufkommt oder ich Dinge, die mir richtig wehgetan haben, mein Depot verloren, einen schweren Trade gehabt im Sinne von, ich habe viel Geld in den Sand gesetzt, die sich auf der Körperebene aber weit mehr zeigen, als ich das zugebe. Denn das ist wie wenn ich vom Hund gebissen wurde, dann bin ich auch erstmal vorsichtig mit den nächsten Hunden, wechsle vielleicht die Straßenseite und beim Trading. Da können mir einfach eben diese Dinge auch begegnen, indem ich vielleicht zu viel Risiko gegangen bin, unachtsam gewesen bin, mich nicht an meine Regeln gehalten habe oder was auch immer. Mit diesen Dingen kann ich unter anderem auch Blockaden und Störungen lösen. Ich mache das mit, also viele denken ja, ich bin nur mit Tradern unterwegs. Das ist bei weitem nicht so. Ich habe natürlich auch ganz normale Klienten in Anführungszeichen, die sich nicht mit dem Thema Finanzen auseinandersetzen und bei denen sich natürlich auch solche Dinge zeigen. Und man kann hervorragend im Bereich auch von Sport, Hochleistung, hohe Konzentration mit diesen sehr unterschiedlichen Dingen arbeiten. Nur so viel will ich euch an dieser Stelle mitgeben, euch dafür vielleicht begeistern, dass ihr euch damit auseinandersetzt. Es hat da eben mit Licht, also mit Biophotonen zu tun. Ich habe hier euch die entsprechende Literatur zusammengestellt und wer es sehen will, geht einfach mal auf die Webseite www.lifewave.com/Lebensboote. Da landet ihr genau bei mir. Was habt ihr heute erfahren? Worum ging es heute? Einmal jährlich kann man es machen. Kleine Firma, großer Nutzen oder Sell in May and Go Away funktioniert meistens. An Halloween werden die Geister vertrieben und Buy and Hold ist gut, aber Sell in May ist oftmals besser und Sell in July fast unschlagbar. Zumindest in gewissen Grenzen. Tages- und Monatseffekte sind risikoärmer, effektiv und lukrativ. Geld wird dienstags verdient. Das spielt halt auf den die Montagsmärkte an, die schwachen, die gekauft werden könnten. Mittwochs ist paarweise Kurzarbeit angesagt. Also, wir sind auf der Shortseite unterwegs im britischen Pfund, US-Dollar, einem Währungspaar, was gerne mittwochs schwächelt und das Wochenende wird freitags vergoldet. Der Friday Gold Rush ist damit gemeint. Und wer dann noch nicht genug hat, der kann zum Monatsende mit der Arbeit beginnen und sich vielleicht nach 8 Tagen erstmal wieder ausruhen.
Ich kaufe kurz vor Monatsende, verkaufe dann zu Beginn des nächsten Monats. Die Weisheit unter der Lupe ist heute: Die Erscheinungen der Welt sind nicht das Problem. Es ist das Festhalten an ihnen, welches Leiden verursacht. In diesem Sinne, wir nehmen wahr, wir machen was Attraktives, vielleicht was Lukratives und erfreuen uns daran. Was ich euch dann noch mitgebracht habe, das wird in den Unterlagen zu sehen sein, deswegen klicke ich es jetzt langsam durch, sind die Literaturtipps zu jedem einzelnen Effekt. Das mache ich jetzt ganz langsam, während ich schon zu dir, Mike, zurückgebe und ich freue mich auf die Fragen. Vielen Dank, Raimund. Es sind einige Fragen dabei. Ich sehe eine Frage zum Thema MDAX. Wie sieht es denn da eigentlich mit dem Sell in May and Go Away Effekt aus? Hier sieht man auch, dass es noch bis Mitte Juli tatsächlich auch hoch geht, also ähnlich wie im DAX, nicht mehr ganz so stark, dass wir aber auch im Juni etwas stärker abfallen. Das wird aber dann wieder aufgeholt und wir eben auch hier eigentlich diesen Sell-in-July-Effekt im MDAX sehen. Dann ist eine Frage, Raimund, zum Thema Backtesting. Wie macht man das, beziehungsweise sollte man das machen und was muss man denn da eigentlich beachten? Also grundsätzlich, wenn man sich eine Strategie auferlegt hat, wenn man sagt, hier, ich nehme beispielsweise den gleitenden Durchschnitt, die 200-Tageslinie, die wir eben hatten, und ich gehe im DAX nur long, wenn wir über der 200-Tageslinie sind, ich gehe nur short und wechsle also meine Richtung. Wenn wir unter der 200-Tageslinie sind, dann sollte man das vorher eben auch getestet haben, inwieweit das sich überhaupt lohnt. Denn einmal das gibt uns eben schon Anhaltspunkte, kann das entsprechend auch funktionieren langfristig oder aber sind wir da eher so unterwegs, dass durch diese Richtungswechsel uns eigentlich zu viel Performance immer flöten geht und es entsprechend sich gar nicht lohnt. Wichtig dabei ist, dass man eben auch nur eine Strategie backtestet und die Ergebnisse aus dieser einzelnen Strategie nur nimmt und das Ganze nicht mit anderen Strategien vermischt, denn dann können eben verfälschte Daten eben auch rauskommen. Wichtig ist, dass man das Ganze auch simuliert, sozusagen auch mal mit Kosten, die man hat, sprich, wenn man hier entsprechend den Spread bezahlen muss, wenn man entsprechend auch hier Trading-Kosten hat dafür, dann sollte man das auch mit berücksichtigen. Und eben auch schauen, wie es Raimund ja auch gezeigt hat, funktioniert das aktuell noch? Das mit dem Gold am Freitag zum Beispiel, da haben wir ja eine große Seitwärtsphase, wenn man so will, seit 2012. Und da hat es also in Summe nicht mehr ganz so gut funktioniert. Insofern sollte man das auch immer wieder auf entsprechende Aktualität überprüfen. Raimund, noch was zu ergänzen? Nee, passt alles genau so. Also ja, ist genau so, wie du sagst. Müssen wir gucken und immer wieder eigentlich, ohne zu übertreiben. Also wenn Effekte längerfristig ausbleiben und auch die Beobachtung im Gold am langen Ende ja, aber genau wie du sagst, seit längerem eben auch sehr seitwärts. Okay, ich schaue noch mal weiter auf Fragen. Wie viele Effekte existieren nur, weil die Investoren genau danach traden, Raimund? Das weiß kein Mensch. Also ich sage immer, ist eigentlich egal, warum es funktioniert, Hauptsache es funktioniert. Weil das Ganze bringt uns nichts, es genau zu ergründen, warum. Dann müssen wir auch immer gucken, bleiben diese Gründe oder nicht. Ich beobachte einfach, das ist wie wenn ihr wisst, morgens um 6 könnt ihr Wale vor irgendeiner Küste sehen, ganz egal, warum die da kommen. Ihr könnt Whale-Watching machen, genauso wie ein Jäger weiß, wann das Wild vorbeikommt oder wie ein Surfer weiß, wann die besten Wellen sind. Die Gründe, egal, das ist Leben. Ich sehe das da sehr pragmatisch und trotzdem ich das ein oder andere analysiere, finde ich, brauchen wir das an der Stelle nicht. Ist es egal. Wir werden merken, wenn der Effekt ausbleibt und möglicherweise sind einige dabei, weil sie selbsterfüllende Prophezeiungen sind.
Kann gut sein. Manche haben tatsächlich ihren praktischen Bezug, wie das Gold, was du auch eben sagtest, Mike, wo es einfach triftige Gründe gibt, möglicherweise das Gold am Freitag oder sich Gold am Freitag zu kaufen. Aber ja, was soll ich sagen? Es ist letztlich beobachten, dabei sein und wenn es sich ändert, dem Ganzen den Rücken kehren und eine neue Beobachtung machen. Ja, danke dir, Raimund. Auch noch eine Frage, die reingekommen ist. Gibt es denn auch viele andere Effekte, die sich auch für den Short-Bereich entsprechend positionieren lassen? Oder gibt es eher überwiegend Long-Effekte? Ja, für mein Gefühl gibt es also eher Long-Effekte, auch weil wir ja, sagen wir mal, mehr auf der Long-Seite unterwegs sind. Wenn ihr euch, egal welche Kurve anguckt aus den letzten 20 Jahren, S&P 500, DAX, egal was, es geht tendenziell bergauf. Und ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit, auf der Long-Seite zu profitieren, einfach auch höher ist. Selbst wenn wir viele Seitwärtsmärkte haben, aber vom Prinzip, oftmals sind es ja die Short-Bewegungen, die sehr, sag mal, ausgeprägt sind über auch kürzere Zeiträume, vielleicht eher auch dann noch Seitwärtsphasen, aber am langen Ende ist es immer noch aufwärts gegangen und von daher, ich kenne außer dem Cable oder wenn man so sehr spezielle Sachen beobachtet, eigentlich nicht viel. Man kann ja auch bei Währungspaaren ohnehin immer drüber nachdenken, wie sich die verhalten, wenn der Händlerwechsel ist. Also kann man auch bei euro-japanischen Yen drüber nachdenken. Da findet man vielleicht Situationen eher, könnte ich mir vorstellen, ohne dass ich es untersucht habe. Aber ansonsten, was die großen Indizes betrifft, glaube ich, ist man eher auf der Long-Seite ganz gut beraten. Ja, vielen Dank. Hier Andreas als Teilnehmer schreibt auch gerade, das passt zu dem in der letzten Woche genannten Hexensabbat. Hier nach einem Verfall, egal ob es jetzt der große Verfall ist oder ein kleinerer Verfall. Also dann, wenn wir den kleineren Verfall nehmen, an jedem dritten Freitag im Monat oder am dritten Freitag des Monats, besser gesagt, dass man hier für einige Tage short gehen kann, weil sich da die Marktteilnehmer auch entsprechend neu positionieren. Und gerade auch beim großen Verfall hatte ich es ja letzte Woche mitgebracht, wie es denn da aussieht und dass wir da in der Tendenz auch immer wieder Richtungswechsel sehen, kurz- und auch mittelfristige Richtungswechsel, die es da geben kann. Und von daher ist das zum Beispiel so etwas, wo man dann entsprechend unterwegs sein kann. So, ich schaue noch mal auf weitere Fragen. Wie sieht es mit dem Halloween-Effekt bei US-Wahlen aus? Da schau am besten auch noch mal auf das YouTube-Video von mir vor ein paar Tagen, da bin ich darauf eingegangen, dass bei den US-Wahlen der Halloween-Effekt sich eigentlich verschiebt und dort auch erst ab Oktober nicht, sondern eben eher ab November eine solche Jahresendrallye, sage ich jetzt mal, stattfindet, wenn man sie dann noch so nennen kann. Also hier, ich poste in den Chat mal das YouTube-Video rein, da sieht man das eigentlich auch ganz gut. Einmal mit dem DAX und einmal mit dem S&P 500. Ja, Raimund, wir warten einfach noch ein paar Minuten auf ein paar weitere Fragen, die vielleicht noch reinkommen. Aber währenddessen hast du noch zu tun, denn eine Frage ist auf jeden Fall, was wir beim nächsten Mal sehen. Ja, du machst es immer wieder elegant. Also wir gehen jetzt so ein bisschen in den Bereich technische Analyse über. Wir haben ja noch drei Webinare, alle sehr spannend. Und im nächsten Webinar geht es zunächst mal um Dinge, die wir im Markt beobachten können. Die Dow-Theorie, die für uns wichtig ist für die Einschätzung von Märkten. Gehen die Märkte, geht es eher aufwärts, abwärts oder seitwärts? Und wir beschäftigen uns mit Trends, Trendlinien, Trendkanälen, aber auch den bekannten Fibonacci-Verhältnissen, die uns doch die ein oder andere tiefere Information über den Markt geben, inwieweit wir ein bestimmtes Kursziel vielleicht anpeilen können oder mit welchen Rückschlägen wir rechnen müssen. Also das haben wir in der 6 zu erwarten, bevor wir dann
zu zwei spannenden weiteren Webinaren der 7 und der 8 in der Woche danach kommen. Also Donnerstag erstmal technische Analyse und lasst euch überraschen, was dann da im Detail kommt. Ja, Raimund, vielen Dank. Und hier ist noch eine Frage reingekommen, wie es mit den eigentlich Begründungen von solchen Markteffekten aussieht. Wichtig ist, dass man eben auch immer wieder was begründen kann, warum das passiert. Denn wenn man es natürlich nicht weiß, dann fragt man sich immer und weicht gegebenenfalls auch davon ab. Also auch gerade bei Einzelaktien kann man sich immer wieder fragen, wo können denn solche Effekte auftreten? Beispielsweise würde ich jetzt mal eine Hypothese aufstellen, dass hier Solaraktien beispielsweise wahrscheinlich im Frühjahr und Sommer besser performen als in Wintermonaten. Das könnte zum Beispiel sein. Oder auch, es gibt so eine Aktie, die heißt Whirlpool, die bauen eben Pools und dass die gerade von Frühjahr bis Sommer auch besser läuft als im Winter, weil eben gerade im Frühjahr, Januar oder Februar, März, dann häufig auch Aufträge reinkommen, dass man einen Pool baut, damit er eben im Sommer bereitsteht und dort dann eben auch geplanscht werden kann. Also solche Themen, da kann man sich das immer fragen bei bestimmten Aktien. Bei manchen kommt man dann eben auf solche Effekte auch, bei manchen eben nicht. Das ist dann aber auch in der Natur der Sache. Und zum Beispiel gibt es ja auch, wenn wir Amazon betrachten, brandaktuelles Beispiel. Die Prime Days, die wurden ja vom Sommer verschoben, jetzt auf heute und morgen. Dazu gibt es auch noch im, ich glaube, November eine Cyber Week und sowas läuft da auf Amazon ja zum Beispiel auch immer ganz gut und dann kann man mal beobachten, ob es in diesen Zeiträumen die Aktie besser unterwegs ist oder eben nicht. Ja, das war's für heute. Am Donnerstag geht es dann weiter, 18 Uhr. Und ich freue mich drauf, Raimund. Ich wünsche allen noch einen schönen Abend, erfolgreiche Trades und Investments und sage bis zum nächsten Mal. Ich Danke freue dir, mich Raimund. auch. Gerne, Mike. Ich freue mich auch und freue mich auf Donnerstagabend, wenn es um technische Analyse geht. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen. Bis bald.